Attack on Titan, Erens Transformation in verschiedenen Sprachen. Let's go. Japanisch. Ja, das ist echt Goat-Level, ne? Das ist der Typ, auf den ich letztes Mal reagiert habe. Wisst ihr noch? Das ist insane. Ja, der Typ ist wirklich insane. Diese Japaner, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass das so tief verwurzelt ist, auch mit dieser japanischen Kultur. Da ist etwas Archaisches. Archaisches in der Sprache. Schwieriges Wort. Archaisches. Also sehr, sehr alt. Altes in der Sprache drin, was man, finde ich, raushört. Diese Epicness, dieses maybe Samuraiige oder sowas, ja. Ich weiß nicht, vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber so ein bisschen schwingt das in dieser Sprache mit. Zum Beispiel Englisch oder sowas ist vor allem das amerikanische Englisch ist jetzt nicht, ist keine alte Sprache. Ja, das ist dann nochmal anders. Hört sich dann nochmal anders an, neuer. Aber das finde ich, allein vom Sound her, ich verstehe ja kein Japanisch, aber vom Sound her finde ich das wirklich krass. Das ist, das hat so was Rohes. Und wenn man, ich war noch nie in Japan, ich würde total gerne hin, ist auf meiner Bucketlist ganz, ganz oben. Tokio natürlich vor allem. Vielleicht sogar auch mal zu einem Studio quasi rein, wo ich dann, wo ich da mal zugucken kann. Vielleicht von einem Live-Voice-Acting zu einem Anime. So, aber das, um nochmal zurückzukommen, was die Japaner haben, was wirklich krass ist, dass sie diese mächtige Sprache haben. Es klingt mächtig und es klingt ungefiltert, wenn die schreien. Und das ist ein harter Gegensatz, so wie ich es gehört habe von vielen, die in Japan sind, dass die Japaner natürlich sehr, sehr höflich sind, reserviert, not as outgoing as people in the Western world. So. Ist eine andere Mentalität, andere Kultur. Dafür lassen sie aber hier die Sau raus. Finde ich mega spannend. So. Mikasa! Sekai wa zankoku nan da! Es animiert mich immer mitzumachen. Es ist etwas Befreiendes, wenn man seine Emotionen ausdrücken kann. Ich empfehle jedem von euch und jeder von euch, sucht euch immer wieder mal stille Plätzchen, wo ihr ungestört seid, wo ihr keine Nachbarn habt, die so tolerant sind wie meine. Oder wo ihr Nachbarn habt, die so tolerant sind wie meine. Aber am besten irgendwo wirklich allein seid und schreit einfach mal. Wir haben so viel Gepäck auf unseren Schultern. Jede von uns. Wir tragen so viel mit uns rum. An Gepäck, an emotionalem Gepäck. Jeder, der seine Emotionen rauslassen kann, ist, das ist wie ein Segen. Es tut richtig gut, Tsutsura Sui, hast du völlig recht. Egal, vielleicht haben einige von euch Autos oder sowas, ja, oder I don't know. Und mein Gott, dann schließt euch halt irgendwo auf dem Klo ein so und schreit da rum. Who gives a fuck? Meine Fresse. Ihr müsst es ja nicht jeden Tag machen. Aber probiert es mal aus. Testet mal eure Grenzen, wie ihr einfach mal Druck ablassen könnt. Auch durch Stimme. Dazu können wir mal durchaus nochmal konkreter reden, wenn ich über Synchron spreche, über Schauspiel rede. Ich liebe es, über Schauspiel zu reden, weil das ist das Handwerk, was ich verstehe, zumindest. Deswegen... Lass uns da nochmal wann anders tiefer in die Materie eindringen. Aber das Thema Wut hatte ich letztens schon angeschnitten, ist ein sehr, sehr wichtiges. I swore to kill them all! Every last one! Wow, it's not bad. Erster Eindruck, not bad. Erster Eindruck, komm, wir hören nochmal. Every last one! Wow, dieses Gutturale, was er hat, dieses kehlige Guttural, ist... pervers geil. Love it. Hört nochmal hin. Hört nochmal genau hin. Every last! Every last! Das ist so guttural. Das ist so... Every last! Als ob er wirklich, wirklich
leidet gerade. You know? Macht da sehr geil die Stelle. Sehr, sehr geil. What? Voldemort, it doesn't matter anymore. Just kill. Consequences be damned. Ich finde ihn nicht schlecht. Ich finde ihn Real Talk nicht schlecht. No cap, Alter. Der ist gut. Die Stelle ist gut. Mikasa! Because it is a cruel world. Alright. Ich finde, ey, ihr könnt mir gerne reinschreiben, wie ihr das findet. Für mich ist es keine Wochen, 8 bis 10. Das ist schon gut, was er macht hier. Ist nicht bär, ist nicht schlimm. Der Schrei ist mega. Der Schrei ist mega. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Der Schrei ist mega. Hör mal hin, hör mal diesen Schrei. Gleich klingeln die Polizisten bei mir. Also, sorry, aber das ist der ich finde ihn gut. Ich meine, bei der Stelle, bei der Reveal-Szene mit Rainer fand ich ihn, glaube ich, nicht so geil. Da fand ich die alle nicht so geil. Aber ich finde hier der Schrei und so ist schon geil. Das ist schon gut. Vorher auch nicht schlecht, aber dieser Schrei ist nochmal... Ja, das ist... Ich find's gut. Ich habe geschworen. Okay, Deutsch, Max Felder. Sie auszurotten. Jeden. Ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken, ob es richtig oder falsch ist. Ich muss einfach drauf los und töten. Die Konsequenzen sind doch völlig egal. Ja. Mikasa! Yeah, Max. Die Welt ist grausam. Viele sagen ja, dass sie Deutsch irgendwie Kanon finden, ne? Max ist mega. Ich finde Max auch als Eren, habe ich ihm auch schon gesagt, als ich angefangen habe, den zu gucken. Max ist mega als Eren. Passt wie die Faust aufs Auge. Ja. Das, ist Kanon. Spielt, naja, in Deutschland spielt es nicht, aber es hat natürlich diese Nazi-Romantik, ne? Mit den ganzen Dinger hier an den Armbinden und sowas. Was sehr interessant ist, finde ich. Vor allem, ich finde auch Max... Jetzt mit der Verwandlung in den neueren Staffeln so, klar, seine Stimme ist auch ein bisschen tiefer, aber auch vom Spiel natürlich, Eren ist auch verändert und einfach nur badass irgendwie drauf, finde ich, hat das stimmlich auch sehr, 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 sehr gut gemacht. Eliminero, tutti, o meglio, io li massacrato. Das klang ein bisschen japanisch, also es ist nicht japanisch, aber es klang ein bisschen so vom, findet ihr nicht? Hört mal hin. Massacrato. Ich möchte ja aber. Richtig gut. Ist ein bisschen, ist leider abgeschnitten an der Stelle, aber richtig gut. Adesso non c'è tempo di chiedersi se sia giusto o meno. Devo scuotermi. Non posso permettere che vinca un'altra volta. Not bad, not bad. Boah, bisher überzeugen mich alle. Ich finde keinen, der jetzt irgendwie mega abfällt. Wirklich nicht. Ja, Italienisch ist funny, aber an dieser Stelle nicht. An dieser Stelle finde ich Italienisch mega, mega gut. Wirklich. Stimmt, Italienisch ändert auch oft Vokalen. Italienisch ist auch eine sehr dankbare Sprache. Zum Singen sowieso, wissen wir alle. Aber auch zum Sprechen allgemein, natürlich in Synchros und sowas. Eccomi. Mikasa! Cool. Mikasa! Das war sehr italienisch. Sehr cool, sehr, sehr cool. Ja, gut, Schrei fand ich aber auch nicht so heftig. Vor allem am Ende ist dieser Effekt drauf. Hör doch mal hin. Ist gut, ist solide, würde ich sagen. Ja, ey, Respekt an alle bisher. Portugiesisch, ich glaube brasilianisch. Eu vou acabar com todos eles. Não. Eu vou matar. Não tenho tempo pra pensar se é certo ou errado. Preciso agir. Não dá pra ficar correndo atrás de final feliz. Ah, das ist das erste Mal, dass mir das nicht so gefällt. Hier fehlt ein bisschen die Spannung. Sei. Mikasa! O final feliz. Eu sei.
Mikasa! Das ist mir zu sehr spoken words. Ja, da fiel die Wut. Nós vivemos em mundo cruel. Okay, besser, besser, besser. Nice. Hat er nochmal gut gerettet am Ende. Hat er nochmal gut gerettet. Nicht schlecht. Okay, Russland. Bisher, ich weiß gar nicht, wenn das jetzt wieder so ein Voice-Over ist, wo es einfach nur draufgepackt ist auf den Japaner, ey, come on, dann ist, kann ich das ja nicht mit den anderen vergleichen. Dann ist es schon mal, das ist, ist, ja, da kann man keinen Vergleich anstellen, es geht nicht. Lieb you. Истреблю! Нет времени думать, что... Нет! Истреблю! Гуд! Шевелись! Не пытайся закончить все счастливо! Да! Да! Aber geil! Geil! Nicht schlecht! Geil! Да! Да! Мир жесток! Ja. Respekt, Respekt, Russia. Respekt, das war geil. Der Schrei war gut. Der Schrei war gut. Der Schrei war richtig geil. Ja. Absolut solid. Sehr, sehr geil. Das erste Mal, dass ich von einem Russen irgendwie sage, ey, mega geil. Obwohl, das stimmt nicht. Ich glaube, bei Attack on Titan gab es schon mal die Stelle bei der Transformation, wo ich den... Habe ich da nicht schon mal irgendwas gelobt, irgendwen gelobt? Keine Ahnung, kann mich nicht dran erinnern, weiß ich nicht mehr. Berthold, ich glaube, Berthold fand ich nicht schlecht. Berthold fand ich in dieser Transformation-Szene, Reveal-Szene mit Rainer, fand ich wirklich nicht schlecht. Stimmt, ich nehme alles zurück. Okay, jetzt kommt... Spanisch, mexikanisches Spanisch, soweit ich weiß. Destruiré a ese titán. ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! Ja, finde ich gut. Auch, ja, der hat ja die Zähne geschlossen. Du kannst ja hier nicht offen reden. Geht ja nicht. ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! Ja, sehr gut. No tengo tiempo para pensar si lo que hago es correcto o no. Solo comienza a moverte. No te dejes atrapar por excusas. Sí. Mi casa. El mundo es un lugar muy cruel. Ey, keiner hat mich hier enttäuscht. Respekt auch an den Mexikaner. Weil immer, wenn ich mir jetzt irgendwie so eine Synchro reingezogen habe, gab es immer ein oder zwei Länder, die mich so ein bisschen enttäuscht hatten. Aber nicht hier. Das ist extrem gut. Alle. Komm, wir geben uns mal den Japaner. Einfach so. Just for fun. Am Ende. Boah. Animalisch. Raw as fuck. Für mich, ich krieg dadurch ein Body High, Alter. Wenn ich so rumschreie, das gibt mir Energie. Ah ja, gut. Ist echt, es spielt in einer anderen Liga. Ey, wir haben über 10.000 Follower erreicht. Mua, ihr seid doch geil. Ihr seid doch geil. Ey, großer Dank an euch. Freut mich.